der Protagonist des Abends. Bei mir im Interview mal wieder. Freut mich, dass du mal wieder da bist. Lass die Emotionen raus. Ja, ich bin heilfroh, dass zwischen meinem letzten Spiel von Waldhof und dem Abschiedsspiel ein Jahr gelegen ist, weil sonst wäre es, glaube ich, heute unerträglich emotional geworden. Nein, ich habe es wirklich genießen können. War viel Vorbereitung. Vielen, vielen Dank an alle helfenden Hände im Hintergrund, auch gerade hier beim Waldhof. Da haben wirklich einige Extraschichten geschoben, um das Spiel heute auf die Beine zu stellen. Und ja, dann toll, dass so viele Jungs gekommen sind und komplette Familie da ist. Und dann kannst du das wirklich auch genießen, ne? Ja, du hast ja einiges aufgefahren an alten Mannschaftskollegen und Mitstreitern. Waren die alle immer sofort dabei oder musstest du bei irgendeinem sagen, hier, wenn du nicht kommst, zieh ich dich ab? Nein. Also das war wirklich ganz viel. Also wenn man zum Beispiel sieht, ein René Adler, der heute nicht spielen konnte, weil die Rippe noch nicht ganz da ist, der unterbricht trotzdem seinen Urlaub, um hier zu sein und das mitzuerleben. Und Per Mertesacker kam direkt aus Spanien eingeflogen und der hat seinen Urlaub unterbrochen. Und die Jungs aus Belgien, aus Holland, Tanne aus München, also wirklich aus ganz Deutschland, aus Europa, kann man sagen, um hier dabei zu sein. Und auch die 1-2, die krankheitsbedingt abgesagt haben, oder Tim Klose, der zur Schweizer Nationalmannschaft nachnominiert wurde, die es wirklich bedauert haben. Also da ist eine ganz, ganz große Wertschätzung rübergekommen und das freut mich natürlich sehr und das habe ich dann sehr genossen auch. Ich habe auch ganz viele lobende Worte über dich einfangen können, also Kämpfertyp auf dem Platz, so einer, der leider auch verloren geht als Typ, das hatten wir ja auch das ein oder andere Mal schon besprochen, ich erinnere mich da an eine gelbe Karte in Freiburg letztes Jahr, um die musstest du wirklich kämpfen, aber du fehlst halt wirklich der Mannschaft, glaube ich, auch als dieser, der den Ton dann mal angibt und auch mal ein bisschen rauer sein kann. Glaubst du, dass diese Fußballergeneration wirklich ausstirbt? Ach, es wird immer mal ein Charakter drin sein, der auch so gepolt ist und der sich auch nicht verbiegen lässt und der für seine Meinung einsteht. Aber die Jungs wachsen natürlich auch in einem anderen Zeitalter auf, ja, medial in einem anderen Zeitalter. Ich bin ja noch so ein bisschen, ist immer so ein bisschen verschrien, aber so eine der letzten Generationen Straßenfußballer, ja. Zu meiner jüngsten Zeit gab es kein Handy und keine Konsole und die anderen Ablenkungen waren halt nicht so groß. Dann haben wir uns halt wirklich dann auf dem Bolzplatz getroffen und da gekickt. Und da kriegst du natürlich schon auch gewisse Werte mit, die vielleicht auch heute verloren gehen. Das ist vielleicht auch sogar ein bisschen schade. Aber grundsätzlich muss man sagen, die Jungs werden ja immer professioneller trainiert, auch in den Leistungszentren. Und da sind sie früher fertig. Das ist vielleicht auch nicht immer gut. Aber im Großen und Ganzen wird es immer wieder auch Typen geben, die zwischendrin sind. Aber weil auch alles so ein bisschen gleichgespülter wird und gleichgezogener wird, werden sie weniger werden. Ja, das glaube ich schon. Als einen deiner neuen Jobs steht ja die U19-Nationalmannschaft auf dem Programm. Ist das dann vielleicht gerade so ein Hebel, den man ansetzen kann, um das den Jungs dann zu vermitteln, was sie halt in der eigenen Schule des Fußballs nicht erlernen können? Ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir die Jungs immer nur mal eine Woche hier zusammen haben und jetzt vor der Europameisterschaft mal 10 Tage im Trainingslager zusammen sind. Da ist es schwierig, wirklich Werte zu implantieren, aber da kann man dann schon das eine oder andere fordern, ja. Und dann kann man die Jungs mit ins Boot nehmen und kann sich ihre Meinung anhören und kann die Meinung auch stärken und kann mit ihnen ernsthaft umgehen. Und das führt dann dazu, dass sie vielleicht auch irgendwann mal das häufiger machen, auch im Verein machen. Aber die Hauptarbeit muss da schon im Verein stattfinden. Zum Waldhof, willst du irgendwas sagen über die vergangene Saison und vielleicht einen Ausblick, wie du das Ganze einschätzt für nächste Saison, ist vielleicht vielen Fans auch wichtig. Ja, ich habe mitgezittert natürlich hier beim Hinspiel im Stadion, beim Rückspiel, beim Public Viewing in der Maimarkthalle, war natürlich auch enttäuscht, aber das ist der Sport, das muss man auch akzeptieren. Ich fand es ein bisschen schade, weil gefühlt war man noch einen Tick näher dran als gegen Lotte. Lotte war einfach im zweiten Spiel, als wir hier waren, besser gewesen. Das war mitten nicht in beiden Spielen. Dann ist es noch bitterer, finde ich, nicht aufzusteigen. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, trotzdem kann man einen neuen Anlauf nehmen. Ja, der Verein muss zur Ruhe kommen, ja, muss sich aufstellen, die Mannschaft muss sich neu sortieren und dann kann sie genauso angreifen, wie sie dieses Jahr auch angegriffen hat. Und warum soll dann der Baum beim dritten Mal nicht fallen, wenn man lang genug dran beißt? Ja? Okay, Hanno. Abschließend, es wird kalt, du willst rein, Stunden sind schon gefühlt vergangen nach Abpfiff, 4 Millionen Selfies und Unterschriften. Ich überlasse dir jetzt einfach noch das Mikro für die Worte, die du noch sagen möchtest. Ja, mir bleibt nur mich zu bedanken. Ich habe es eben gerade bei meiner Auswechslung schon getan, bei allen Waldhof-Fans. Hier hat alles angefangen, ja, jetzt ein bisschen gekramt auch in den Archiven. Ja, 2000 war dann hier mein erstes Spiel. Da war noch ein kleines Bubchen zu sehen. Ich glaube, ich hatte 74 Kilo. Jetzt habe ich schon wieder 1-2 Kilo mehr, aber ich hatte dann irgendwann so 81 Kilo in meiner besten Zeit.
und war dann austrainiert. Also ich bin hier groß geworden. Es sind viele Leute auch heute da. Roland Dickieser, der mich als A-Jugendtrainer hierher geholt hat. Michael Piowarski, mein ehemaliger A-Jugendtrainer. Uwe Rapolder, der mich dann zum Profi gemacht hat. Und eine rundum abgeschlossene, schöne Geschichte, einfach heute hier dann auch das letzte Spiel machen zu dürfen. Und vielen, vielen Dank an alle, die das begleitet haben, die Höhen und auch die Tiefen einer Karriere. Und schön, dass ich es hier vom Mannheimer Publikum dann auch Tschüss sagen konnte.